Hi, was ihr gleich sehen werdet, ist ein unglaublich chaotisches Unboxing, wo auch irgendwann die Kamera ausgefallen ist. Viel Spaß. Timon steht hinter der Kamera, wirft mir mal die Sachen zu. Ich mache die Pakete auf, weiß in den meisten dummerweise schon genau, was drin ist. Gut, wäre auch komisch, wenn nicht. Aber das dürfte ganz witzig werden, weil es ganz schön viel ist. Ich dachte gerade, what the fuck, ist das Ding groß? Hier haben wir ein bisschen Rechnung, Papierzeug. Dieser Riesenkarton dafür. Das ist eine kleine rote SSD. USB-C auf USB-C. USB-C auf USB-C und USB-C auf USB-A. Das sind 8 Fuß, oder? Keine Ahnung. Ich weiß, doch, müssten. Das dauert. Okay. Vermutlich Akkus. Es sind Akkus. Vermutlich noch mehr Akkus. Und es sind Akkus. Noch mehr Akkus. Und? Ah, okay, gut. Ich wollte gerade sagen, noch mehr Akkus dürften es nicht sein. Man kann nie genügend Akkus haben. Ich hätte es halt auseinandergelassen. Ein wunderschönes Small Rig Gelenkarm. Das könnte auch ein Sexspielzeug sein. Junge, Junge. Das Gewicht davon. Das ist der Lenzadapter. Ich bin mal gespannt, ob das Ding was taugt. Ich lasse es mal und pack das in Ruhe auf. Und hier drin haben wir noch einen Case für einen Monitor. Ja. So, was jetzt? Jetzt das wahrscheinlich am effizientesten gepackte. Da ist noch nicht mal Katalog drin. Dieser Karton für eine Mappe. Das Hauptding gibt es am Ende, oder? Ja, ja, das Hauptding gibt es. Wir werden langsam größer. Ich glaube, ich bin auf dem Dach drauf. Ich muss sitzen bleiben. Nein, perfekt. Ah. Ist auch effizient eingepackt, oder? Da reinkriechen. Zuerst dein Lieblingsprodukt. Guck, die hat sogar eine schöne Farbe. Okay, ja, das hat auch nicht Stil. Ja, und da steht Pro drauf. Wir kommen irgendwann zu den interessanteren Sachen, deswegen packe ich die jetzt auch richtig aus, weil so Akkus, ja. Das hat so geiles Gewicht. Damit kannst du, glaube ich, echt gut, wenn du so einen ausfährst, kannst du richtig gut. Dann habe ich hier noch genau so macht Unboxen Spaß. Okay. Dann haben wir hier einfach nur einen Galgen, weil das ist immer good to have für aufs Stativ. An dieser Stelle war dann die Speicherkarte voll. Später haben wir das gemerkt, der interessante Teil vom Unboxing fehlt. Oder der interessanteste, da wo halt die kurzen Produkte kommen. Ich zähle mal ganz kurz die Produkte auf. Einmal haben wir so noch Molton, dann einen Follow Focus, einen FTZ Adapter, noch ein paar Lens Ring Adapter und noch Funkgeräte. Jetzt aber wieder zurück zu meinem Vergangenheits-Ich, der rumspielt und fast unsere Kamera geschrottet hat. Baba. Können wir uns bitte so jeweils so ein Ding so auf den Schreibtisch stellen, so dauerhaft, dass wir nicht telefonieren müssen, sondern dass du einfach so, so Menschen erschrecken kannst? Hallo. Okay. Wie? Oh. Hallo, Kai. Boah, das ist voll cool. Ich kann einfach hier reinreden und drücken und pack uns raus. Was? Wirklich? Wer hätte das gedacht? Warum fokussierst du? Funktioniert. Die 8:35. Also die 17. Wechselst du dann wieder auf die 14? Ja. Kannst du irgendwie wieder auf die 14 wechseln anschließend? Ja. Danke.
Das ist komisch. So. Okay, Sie läuft noch. Ja, ich weiß, dass sie läuft. Ups. Deswegen habe ich ja gesagt, dass du es wieder drauf tun sollst. Dann auch wieder aus dem Stativ. Ja. Ja. Dann. Scheiß auf Geburtstag, so hast du es. Wie geil. Die Auspackorgie. Ja. Ja. Oh. Keine Vignettierung? Sicher, dass du nicht im Crop-Modus bist? Ja, Mann. Okay. Das verwirrt mich. Ich finde es ja immer geil, dass die so bei allen möglichen immer Reinigungstücher dazu tun. Und du so, ja, ich habe auch nicht genug. Nein. Man hat nie genügend Reinigungstücher. Weil, also, das wäre. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil. Du, warte, schaust dir an. Es ist wirklich. Ich bin auf 18. Ich bin nicht reingesucht. Es gibt keinen Dropout bei der Z6. Okay. Weil die so viele Megapixel hat. Das ist ja geil. Hä? Aber das ist DC. Wo habe ich den Adapter hingetan? Hier ist er. Oh, jetzt bin ich gespannt. Das Standardproblem. Oh mein Gott. Es funktioniert. Ich glaube, es sieht vernünftig aus. Ja, und Endlichkeit sollte drin sein. Schau mal durch. Ich bin's verwirrt. Oh, okay, das ist sehr, sehr geil. Wir haben zu viele Kameras und zu viele Objektive. Oh mein Gott. Schaut dir diesen Müllberg an. Ich glaube, wir werden von der Hausverwaltung gekillt, weil wir so viel Müll da unten hinpacken. Das ist gemein. Wo hast du meine Objektive gemacht? Das steht da. Ah! Ich hab mich gewundert, weil ich dachte, ich hab's nirgends hingemacht. Ja, ich hab's zugedeckt, das habe ich vergessen. Nee, ich glaube, ich mach da draus trotzdem ein Video und nenne es einfach super chaotisch, ein Mega-Unboxing. Mach einen kurzen Disclaimer vorne rein, das ist einfach nur lange und wir haben Spaß und witzig. Oder man kann es als amüsant empfinden. Ganz, ganz, ja. Morgen kommt ein normales Video. Sind alle voll? Ja, ich habe nur volle Sachen in diesem Regal. Was sind der USB-C, ne? Nee. Doch, nein. Ich hab's, ja. Warte, wenn wir am Set sind, lässt sich dann auch eine Powerbank davon? Ja. Können wir bitte eine Story machen? Bitte lass die Aufnahme das gefilmt haben. Das ist. Nee, Mann, das kann ich nicht sein. Vor allem, du stehst auf der Powerbank mit dem Ding. Ja. Okay. Schon direkt hier, ohne irgendwie bewusst das Ganze zu machen. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Wie macht man den wieder aus? Was? Länger da drauf drücken. Irgendwann geht er aus. 3, 2, 1. Was schneidest du da aus? Also für den Monitor. Es ist keine Ahnung, wieso die das nicht schon ausgeschnitten hatten. So. Ich hoffe, das ist so geil. Schöne Sache. Also, wie bereits schon angekündigt, war es sehr chaotisch. Ich hoffe, ich konnte daraus irgendwas schneiden. Hier steht jetzt noch alles voll mit Müll. Das muss jetzt irgendwie, ja, möglichst kompakt gemacht werden und runtergebracht werden, weil, ja, das wahrscheinlich könnten wir, wenn wir es einfach so nehmen und runtertragen, so einen halben Container ungefähr füllen. Vielleicht nur ein Drittel. Aber es ist sehr viel Müll. Aber das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten. Morgen ist dann wieder ein ganz normaler Vlog.
da schrauben wir Objektive auseinander. Also das ist definitiv witziger als das hier, weil ich mehr verzweifle, aber es so cool runter zu spielen und immer mal wieder zurückfalle, dass ich total verzweifle. Tschüss.